Wenn die Waschmaschine nicht mehr auf Touren kommt, sind meist die Motorkohlen daran schuld. Wie aber lassen sich diese bei Siemens Waschmaschinen ohne Halter montieren? Nichts leichter als das. Zumindest dann, wenn man es einmal gesehen hat. Da wir den Ausbau des Motors bereits in den im Video verlinkten Anleitungen dokumentiert haben, konzentrieren wir uns in dieser Anleitung auf die eigentliche Problembehebung, den Tausch der Motorkohlen. Zuerst stecken wir das Kabel der ersten Kohle seitlich des Motors ab. Danach drücken wir die Anschlussfahne nach unten, dann nach außen. Anschließend ziehen wir die Fahne nach oben weg. Schon kommt die Kohle samt Feder aus ihrer Halterung. Das war einfach, oder? Im direkten Vergleich sieht man, wie kurz die Kohle im Vergleich zu einer neuen Kohle ist. Höchste Zeit, sie zu wechseln. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Schliff der Kohle richtig in die Halterung eingeschoben wird. Anderenfalls wird der Motor am Ende seine Arbeit nicht mehr aufnehmen. Betrachtet man die Halterung, lässt sich eigentlich sehr gut erkennen, an welcher Seite die Kohle am Kommutator anliegt. Jetzt aber wird es knifflig, denn ist die Kohle einmal in die Halterung eingeführt, muss auch noch die Feder darin Platz finden. Und das kostet mitunter einige Nerven. Aber nicht verzagen, irgendwann wird auch das gelingen. Ist die Feder dann im Halter, muss auch noch der Fahnenanschluss eingesetzt werden. Zuerst unten einfädeln, dann in Richtung Motor drücken und nach oben schieben. Perfekt! Jetzt nur noch das Kabel anschließen und schon ist eine Seite geschafft. Nach dem Einbau ist es ratsam, die korrekte Lage der Kohlen am Kommutator zu überprüfen und den Motor probehalber von Hand zu drehen. Sind keine auffälligen Geräusche wahrzunehmen, hat alles seine Richtigkeit. Der Blick ins Innere zeigt den Unterschied zwischen neuer und alter Kohle noch eindrucksvoller. Der Läufer wurde zu Demonstrationszwecken entfernt. Nachdem dann auch die zweite Seite ausgetauscht wurde, ist es geschafft und der Motor wird wieder das machen, wozu er gebaut wurde. Drehen, drehen, drehen. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, die benötigten Ersatzteile findest du auf Schraubdok. Reparieren statt wegwerfen.